WDR 3. Tonart. Dazu begrüßt sie heute Anna Winterberg. Er war einer der großen Pianistenkomponisten und einer, der fast ausschließlich für sein Instrument schrieb. Der in Russland geborene Leopold Godowsky, der später US-Bürger wurde. Heute wäre er 150 Jahre alt geworden. Mit seinem Werk beschäftigt sich seit Jahrzehnten der Pianist Konstantin Schtscherbakow. 1996 hat er damit begonnen, Godowskys pianistisches Gesamtwerk einzuspielen. Ulrike Thiele hat Schtscherbakow getroffen und mit ihm über Leopold Godowsky gesprochen. Leopold Godowsky war eine Klavierlegende und er bleibt auch eine Klavierlegende. Von vielen Klavierhistorikern und Musikologen ist er als ein großer Nachfolger von allergrößten Pianisten aller Zeiten, Liszt und Tausig, genannt. Konstantin Schtscherbakow ist selbst Pianist und gerät ins Schwärmen, wenn er über den Pianisten Leopold Godowsky spricht. Und er kennt das Geheimnis seines Spiels. Er spielte alles aus dem Finger heraus. Also Körper und Arme spielten keine Rolle dabei. Die mussten total locker und unbeteiligt bleiben. Wenn er am Klavier saß, und deshalb wurde er auch Buddha des Klaviers genannt, sah er so aus wie ein Mathematiker, der da eine Schachsituation überlegt. Auch wenn Godowsky also auf eine effektvolle Bühnenshow verzichtete, eroberte er als besagter Buddha des Klaviers die Konzertpodien. Nach Wunderkinderfolgen in Russland, in den 1880er Jahren auch die USA. Seit einem legendären Konzert in Berlin im Jahr 1900 konnte er auch in Europa Fuß fassen. Doch Godowsky war noch mehr. Rund 300 Werke umfasst sein kompositorisches Schaffen. Den Komponisten Godowsky kennt kaum einer besser als Konstantin Schtscherbakow. Seit 1994 beschäftigt er sich mit der Musik von Godowsky und spielt seit über 20 Jahren dessen Gesamtwerk ein, das fast ausschließlich aus Klaviermusik besteht. Der Pianist Godowsky ist dem Komponisten Godowsky gleich. Die Raffiniertheit seines Pianismus ist in jedem Stück, das er schreibt, nachvollziehbar. Sein Genie blühte auf in der Transkription. Das ist die große Besonderheit von Godowskys Oeuvre. Der Großteil seiner Werke sind Transkriptionen. Doch dieses Handwerk beherrschte er meisterhaft wie kein anderer. Besonders in den Transkriptionen, wo er quasi improvisatorisch eine Unmenge von Noten um die bekannte Melodien schreibt. Er denkt so. Seine Denkweise ist eben alles in der Bearbeitung. Nicht umsonst sind seine Originalwerke weniger genial. Ich habe sehr viel Transkriptionen gespielt und ich kann das wirklich laut sagen, dass neben Godowsky steht kein anderer Komponist, der so die Möglichkeiten, die das Klavier gibt, ausnutzen würde wie Godowsky. Er hat nicht nur arrangiert oder für sein Instrument das Klavier maßgeschneidert, Godowsky hat Werke dekonstruiert und neu zusammengesetzt. Er nimmt Elemente aus Themen und setzt sie in sehr kühnen Weise in die Begleitfiguren zum Beispiel. Das ist unerhört. Also motivische Arbeit wie bei einer Sinfonie. Zum Beispiel seine symphonische Metamorphose über Strauss-Themen. Nimmt er zwei oder sogar drei bekannten Themen und lässt sie zur gleichen Zeit spielen. Und dazu kommt noch die Begleitung links und die Begleitung rechts. Ist das nicht genial?
Titel Symphonische Metamorphosen führt gedanklich eher zu Richard Strauss. Das Werk bezieht sich allerdings auf den Walzerkönig Johann Strauss. Ein Zeichen dafür, Godowsky war kein Kind seiner Zeit. Er gehört dem 20. Jahrhundert überhaupt nicht. Wie ein Kritiker über Rachmaninow geschrieben hat, der Spätgeborene. Über Godowsky kann man das wohl auch sagen. Er machte keine Experimente. Er schrieb in einer sehr zugänglichen Sprache. Er nutzte das, was der Romantik so eigen ist, mit Ausnahmen vielleicht. Zum Beispiel in der Java-Suite hat er eine ganz, ganz interessante Sprache erfunden oder kopiert, hat indonesische Volksmusik genutzt. Dieses enthusiastische Reisesouvenir aus Java blieb ein Solitär im Schaffen Godowskis. Nur wenige Jahre später, 1930, verstummte zunächst der Pianist. Leopold Godowsky zog sich infolge eines Schlaganfalls von den Konzertbühnen der Welt zurück. Auf seinem eigenen Sterbebett soll er musikalisch seinem Lehrer Camille Saint-Saëns gedacht haben, natürlich mit einer Transkription. Der Pianist und Komponist Leopold Godowsky wäre heute 150 Jahre alt geworden. Ulrike Thiele sprach darüber mit dem Pianisten Konstantin Scherbakow, der seit 1996 das Klavierwerk von Godowsky einspielt. Pünktlich zum Geburtstag nähert sich die Gesamteinspielung dem Ende. CD Nummer 14 ist gerade beim Label Marco Polo erschienen. Darauf enthalten Teil 1 der 53 Studien über Etüden von Frédéric Chopin, bearbeitet von Leopold Godowsky. Und wir hören Godowskis Etüde Nummer 5 für die linke Hand und die Vorlage ist Chopins Opus 10, Nummer 3. Thank you.
Konstantin Scherbakow spielt Leopold Godowsky. Das war die Etüde Nummer 5 für die linke Hand aus den 53 Studien über die Etüden von Chopin. Und das war ein Titel der 14. CD aus der Gesamteinspielung des Klavierwerks Godowskys. Sie erscheint Ende Februar bei Marco Polo.